Für mich geht das Zusammenkommen auf dieser Ebene noch viel weiter. Es ist ja eigentlich ein Verweis auf den lange vermissten Akademos in der tatsächlich brauchbaren Form. Gegründet wurde ja die Bildung solcher Gemeinschaften in Zeiten des Analphabetismus. Man fragte sich, beginnend im 16., 17. Jahrhundert, was für einen Sinn macht es zu schreiben, abgesehen davon, dass es sehr mühselig war, das Geschriebene überhaupt zu verbreiten in Gestalt von Büchern, das war sehr teuer. Was macht es für einen Sinn zu schreiben, wenn keine Leser da sind? Und da kam man auf die Idee zu sagen, es gibt nur eine logische Lösung für diese Fragestellungen, die heute genauso aktuell sind, und zwar unabhängig von den Disziplinen, Science, Nature, also wirklich veritable Publikationsorgane, klagen ebenso darüber, dass das, was sie publizieren, nicht gelesen wird. Und sie fragen sich, was eigentlich ihre Funktion ist, jenseits der Vermittlung von Patenten, die wirtschaftlich genutzt werden können. Die einzigen Leser sind die Ausbeuter des Publizierten nach patentierfähigen Vorlagen für die Wirtschaft. Was hat das für einen Sinn zu schreiben, wenn keiner mehr liest? Wir leben heute wieder in einer Welt des Analphabetismus. Es wird regelmäßig nachgerechnet, dass es mehr Schreiber als Leser gäbe. Die Frage stellt sich sinnvollerweise, für wen schreibt man dann noch? Man hat festgestellt, dass ein Großteil der Literatur, weit über 80%, gar nicht gelesen wird, sondern getragen wird. Es sind Tragebücher, zum Beispiel alles, was im Bereich der Katalogwesen läuft. Eine bestimmte Art von atavistischer Aneignung durchtragen und die angemessene Form des Lesens ist das Blättern. Es hat sich auch herausgestellt, dass das eine Technik geworden ist, das sogenannte Querlesen. Es gibt in Deutschland einen Weltmeister im Querlesen, der Peter Weibel, der die ZKM-Institution in Karlsruhe liest. Mit dem kann man Experimente machen. Der liest tatsächlich quer. Das ist eine bestimmte Technik. Blättern ist also inzwischen eine Form der angemessenen Rezeption geworden. Es gibt andere, die riechen, was in Büchern drin ist. Ein veritabler Strafrechtler aus Frankfurt, Herr Professor Lüdersen, hat die taktile Wertigkeit im Sinne einer Konkurrenz zu den digitalen Auswertungsmethoden demonstriert. Er hat nachgewiesen, dass er, wenn er in der Frankfurter Bibliothek an den Wänden vorbeistreicht, mit Händen und Blick, schneller die entsprechenden Fälle gerichtlicher Entscheidung findet, als das Aachener Institut, das alle juristischen Urteile verschlagwortet hat. Und es ist tatsächlich empirisch so gewesen, Lüdersen war schneller am Ziel als die Computer von Aachen, wenn es um das Auffinden ganz bestimmter Urteile ging. Das, was dahinter steht an Überlegungen, geht schon auf Newton zurück. Leibniz hat das ähnlich gesehen. Wenn ich schreibe, dann kann ich nur selbst als Schreiber den Sinn dieser Tätigkeit, nämlich auf Adressaten zu stoßen, erfüllen, indem ich mich selbst zum Leser mache. Das heißt, wer schreibt, ist primär Leser, da er die Sinnhaftigkeit des eigenen Schreibens ja erfüllen muss, indem er liest. Man kann nicht darauf warten, dass es andere tun, die gibt es eben nicht. Man bildet dann eben eine Art von Kollegenschaft, das nannte man Akademie, ab 1630er Jahre war das verbreitet, indem man sagt, alle, die dazugehören, rund 100 Personen, 100 Individuen verschiedenster Ausrichtung, garantieren sich wechselseitig die Sinnhaftigkeit ihres Tuns als Musiker, als Maler, als Wissenschaftler, als Schreiber in genereller Hinsicht. Und zwar dadurch, dass jeder die Forderung, die er an andere hat, selbst erfüllt. Das heißt, ungefähr im chinesischen Verhältnis, das ist mit dem Kultur sehr üblich, die Mandarin-Prüfungen basierten darauf, wer 10.000 Seiten gelesen hat, darf eine Seite hinzufügen in den Kanon dessen, was als Pflichtlektüre für alle, die schreiben, gilt. Bei uns war es ungefähr so, wer 100
wer eine Seite schreiben will, musste 100 Seiten gelesen haben. Das akademische Verweisen auf Autoren, sagen wir mal, in Fußnoten im eigentlichen Sinne, nicht in dem Fetischismus von heute, wo man nachgerechnet hat, dass eine Einführung in die Semiotik von Herrn, also keine Namen, von einem italienischen Großstar, voraussetzt, dass die Leser 800 Jahre sein müssten, und zwar nur für die Einführung. Und dieser Herr, der weltberühmt ist, fügt hinzu, wer sich für spezifische Aspekte dieser Semiologie interessiert, der müsse noch diese Literaturliste abarbeiten, die ebenfalls ein Lebensalter von rund 800 Jahren verlangt, sodass wirklich jemand nur bei ihm Semiologie betrieben haben kann, der 1600 Jahre Leseerfahrung hinter sich bringt. Das ist eigentlich gar nicht so viel, denn wir beherrschen ja eigentlich sehr gut die Leseerfahrung, sagen wir mal, seit dem 5. vorchristlichen Jahrhundert in Attika. Das ist uns ja mehr oder weniger vertraut, also es ist gar keine solche gespenstische Vorgabe. Aber der Witz der Sache ist, und das ist das heute Interessante für solche Versammlungen, wir warten nicht mehr, dass von außen jemand sagt, ja, großartig oder kann ich brauchen etc. Wir warten nicht mehr auf die Bestätigung durch andere, sondern wir erfüllen die Forderung, die wir an andere stellen, selber. Wer also schreibt, muss lesen. Wer malt, muss wissen, was andere gemalt haben. Es hat überhaupt keinen anderen Sinn, junge Leute als Maler auszubilden, als ihnen klarzumachen, was andere Leute gemalt haben. Alles andere wäre Dressur oder irgendeine Art von Zurichtung, die nicht sehr eigenständig ist. Also ich freue mich sehr, von den großen Genies hinter jeder unserer Runde. Das ist wirklich ernst gemeint, wenn Sie wissen, was ein Genius ist. Also es ist eine Zumutung für Sie vielleicht, wenn ich Sie einen Genius nenne, aber dahinter steckt eine andere Kennung. Ebenso, wenn man Herrn Heinen hier, Sie beiden, als die Großgenien der Wuppertaler Gelatenschaft sieht oder eben solch eine Veranstaltung. Wir haben eine Forderung an andere gestellt und beurteilen uns selbst im Hinblick auf das Echo der anderen, ohne uns die Verpflichtung aufzulegen, gegenüber den anderen der andere zu sein. Denn gegenüber denen, an denen ich eine Forderung stelle, lies das, sag mir, wie das, rezensiere das etc., ist ja der andere, bin ich ja der andere, der die entsprechende Forderung einlösen muss. In Fußnoten sollte man eigentlich angeben, inwieweit man dieser logischen Notwendigkeit entsprochen hat. Welche 100 Seiten hat man gelesen, um eine einzige Seite zu schreiben? Das ist nicht nur eine Spielerei, das ist eine inhärente Logik in der Entfaltung von Kooperationen, von Erzielung von Wirkung, von Orientierung, internationaler Orientierung auf die Welt selbst, in das gestalterische Eingreifen. In der Renaissance, sagen wir mal, wir bleiben bei diesem Zeitraum, wurde das sehr einfach ausgedrückt. Die Generalmaxime hieß ut pittura poesis. Das hieß nicht, wie alles übersetzen, auch Maler können einen hohen Rang eines Wissenschaftlers erreichen. Also Handwerker werden zu anerkannten Geistesgrößen, das ist die normale Übersetzung, ut pittura, also auch die Leute, die mit der Hand da rumkleistern und Bildhauereien, Malereien schaffen, sind im Status dem zuzurechnen, die die Septim Artis Liberalis betreiben. Ja, in der kommt die Malerei nicht vor, die Skulptur nicht vor, alles, was man mit der Hand macht, kommt ja gar nicht vor. Also normalerweise wird übersetzt, ut pittura poesis, also auch die Handwerker können den Status der Repräsentanten der Septim Artis Liberalis gewinnen. Das ist völlig falsch, denn die Handwerker galten ja durch ihre Zünfte als also zentrale Einflussgröße im gesellschaftlichen Leben. Sie hatten eine viel größere Bedeutung als die Vertreter der Septim Artis Liberalis. Es kann also gar nicht darum gehen, eine Statuserhöhung zu erreichen, sondern es hieß, schon die Art und Weise, wie ich mich auf einen Sachverhalt einlasse, ist Form der Erkenntnis. Ut pittura poesis heißt so übersetzt, auch das zeigende Verweisen, auch das gestaltende Aufbereiten
beiden Büchern wäre so, Layout und Typografie sind schon Formen der Vermittlung dessen, was da als Erkenntnis lief oder was wir hier im Aufbau ihrer ja, Evidenz erleben sehen, sind schon Bestandteil der Erkenntnis. Und wenn dazu nicht nur eben die Rhetorik rechnet, wie das seit der Antike der Fall war, sondern tatsächlich die Notwendigkeit betrachtet, dass man ja ohne die Intentionalgeste des Tolities zeigen auf das, was gemeint ist, und die Erzeugung von Evidenzen gar nicht weiterkommen kann. Dazu gehört, dass dieses ut putuo poiesis auch gestalten ist, schon Form des Erkenntnisgewinns. Das ist ganz wichtig. Die Art und Weise, wie etwas zum Thema gemacht wird, durch Zeigen, durch Vorzeigen, durch Evidenz erzeugen, ist Form der Erkenntnis und zwar grundlegender Art, sodass derjenige, der dann am Ende, sagen wir mal, für Nature oder Science einen Artikel, Zusammenfassung seiner Arbeiten schreibt, in der Art, wie er sie schreibt, darstellt, wie er Evidenzen erzeugt, schon auf das zurückgeht, was unausgesprochen in seinem Geltungsanspruch liegt, nämlich Wirkung zu erzielen. Das deiktische Verfahren gewinnt gegenwärtig ein großes Interesse. Man erkennt plötzlich, was darin gegeben ist, dass etwas auf die Ebene des Evidenzerlebens gehoben wird. Und der Witz der ganzen Geschichte ist, der auch eine europäische Sonderform der Entwicklung gegenüber den in vielen Bereichen viel höher entwickelten China, Korea oder was immer die Entwicklung Europas kennzeichnen, ist dann tatsächlich, dass seit 1400 gilt, Evidenz kann nur im Sinne des Gewinns von Erkenntnis verwendet werden, erzeugt werden, wenn sie aus der Kritik an Evidenz entsteht. Das heißt, wenn ich da etwas vor Augen führe, als Beweis der Evidenz, so ist es, nicht nur das zeige ich und so und das Zeigen selbst ist schon Bestandteil des Erkenntnisvorganges, sondern was ich zeige, ist ja ein Weg zu der Einsicht, die Sie durch die Demonstration gewinnen können, meistens mit, ja klar, überzeugend oder das kann man nicht anders sehen, ist dann ja nur von Bedeutung, wenn Sie sich gegen diesen Eindruck kritisch gewendet haben. Das heißt, wenn Sie das Evidenzerleben kritisieren. Und nun kommt der Trick. Seit 1400 ist klar, dass Evidenzkritik nur durch Evidenzerzeugung geleistet werden kann. Evidenzkritik gibt es nur durch Evidenzerzeugung. Denken Sie nur an die Wissenschaftler, die ihren eigenen Augen nicht trauen können, also Evidenzkritik üben am Augenschein, das heißt ja Evidenz, und dann entsprechende Kritik der Evidenz umsetzen in Evidenzerzeugung, Zeigerausschläge, Zahlenrattern sind dann Formen der Evidenzerzeugung durch Evidenzkritik. Das kennzeichnet die gesamte Entwicklung und das bedeutet, dass diese alte Unterscheidung zwischen den gestalterischen Berufen, also des Arbeitens mit den Händen im Ergreifen der Welt und dem Begreifen durch die Arbeit der neokortikalen Leistungszentren, unsinnig ist. Es gibt kein Begreifen ohne die Führung des Greifens, das heißt ohne Demonstration der Welt, auf die die Aufmerksamkeit gerichtet wird, intentional ausgerichtet wird. Und das heißt, traue deinen Augen nicht, wisse, dass du gerade aufgrund der evolutionären Entfaltung dieser großartigen Leistung der neokortikalen Leistungszentren täuschbar bist. Das heißt, alle Erkenntnisvorgänge beruhen auf der Täuschbarkeit des Gehirns oder der Operationsmodi, mit denen wir da arbeiten, sodass wir prinzipiell von der Kritik an dem ausgehen müssen, was wir für Evidenz halten können, jeweils unterschiedlich halten können. Das hatte um 1400 eine welterschütternde Bedeutung, als nämlich das Verbot, das Bilderverbot, also das Verbot zur Erzeugung von Evidenz für das Dasein Gottes, das Verbot, Gott darzustellen, logischerweise von denjenigen ernst genommen wurden, die Bilder machten. Denn wer keine Bilder macht, braucht kein Verbot für das Bildermachen. Also war klar,
das Bilderverbot galt den Leuten, die Bilder machen. Also denen, die mit Beginn des 14. Jahrhunderts, mit Giotto, sagen wir mal, als ersten Triumphator, beginnen, Malerei in diesem Sinne einer Erzeugung von Evidenz durch Evidenzkritik zu ermöglichen, verstanden wurde als die Erfüllung des Darstellungsverbots Gottes kann nur durch Darstellung erreicht werden. Das heißt, das Verbot der Erzeugung von Evidenz kann nur durch, also Kritik kann nur durch Evidenz erfüllt werden. Und damit begann der Aufschwung der Künste, der Malerei, die sie jetzt nicht mehr als eine Evidenz für das theologische Behauptete ansah, sondern als Kritik an jeder theologischen oder sonst wie natürlichen Evidenzbehauptung und gleichzeitig zeigte, dass diese Kritik sich eben ihrerseits nur wieder in Evidenzen äußern kann. Den Höhepunkt erreichte diese Art der Auseinandersetzung im Hinblick auf die philosophische, theologische Fragestellung, die ja schon damals 1500 Jahre im Gang war, mit dem sogenannten Universalienstreit. Dass das nicht irgendein dummes Zeug ist, sehen Sie daran, dass vor 10 Tagen das höchste Gericht in Deutschland entschieden hat, das für diese Fälle zuständig ist, dass Reklam sein Gelb schützen lassen kann, im Hinblick auf die Marke. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißt, Reklambüchlein, können Sie sich noch erinnern, ja? Das ist vor 10 Tagen entschieden worden, dass Gelb Reklams, das Gelb der Post, das Gelb einer bestimmten Senffirma etc., ist patentrechtlich geschützt. Was heißt das eigentlich? Das heißt, dass wir heute nachvollziehen auf rechtlicher Ebene, was im Universalienstreit eine Frage von theologischer Spitzfindigkeit gewesen zu sein scheint oder jedenfalls so behandelt wird. Und zwar im Hinblick auf die entscheidende Form der Differenzierung von Gegebenheiten der Welt, also des Materials, auf das wir Evidenz erzeugen, nämlich die Farben und die Formen. Aber die Farbe wurde ja nur als Form thematisiert. Und das ging so, dass man sagte, wir haben bisher Farben als Eigenschaften von gegebenen Dingen behandelt, sogenannte Lokalfarbigkeit. Aber es gibt ja viele andere Auffassungen dieser Farbigkeit, zum Beispiel topografische Farbigkeit. Wir haben ja gesehen, das gab es damals aus dem Kontakt mit den chinesischen und anderen orientalischen Ländern, haben gesehen, dass da Karten hergestellt werden, topografische Farbigkeit, die griechische Farbigkeit benutzen wir noch heute. Wenn wir Tiefsee mit Tiefblau, etwas weniger tiefe See mit Hellblau, hohes Gebirge mit Tiefbraun, weniger hohes Mittelgebirge mit Hellbraun markieren, so mit den Wiesen etc. Also, wo die Farben nicht mehr Eigenschaften von gegebenen Dingen darstellen, sondern ausschließlich markieren, auf welche Weise wir Unterscheidungssysteme zur Evidenz bringen. Also hohe Berge, niedrige Berge, tiefe See, flachere Seen. Das nennt man topografische Farbigkeit. Auf diesem Wege musste man natürlich die Farben als Eigenschaft von den Dingen ablösen. Und das war dann ein ungeheuerlicher Zugang, als man sich fragte, ob diese im Verfahren der Abstraktion gewonnenen Entitäten, die Farbigkeit, nicht mehr nur als Eigenschaft und gegebenen Dingen, ein Realissimum sind, also real gegeben sind. Universalia heißt dieser abstrakte Begriff der Farbigkeit im Ganzen, ob sie real ist oder nur ein Flatus vocis ist, also nur Namen willkürlicher Benennung und Unterscheidung, also nominalistisch verstanden werden kann. Realismus und Nominalismus stehen seither in Entgegensetzung, scheinbare Entgegensetzung, bis heute hin, wo es eben heißt im Gerichtsurteil, das Gelb der Post, das Gelb der Reklamklaten sind Realia. Als Universalia, abstrakte Begriffe Gelb, sind sie reale Dinge, die rechtlich geschützt werden können. Also gegen den allgemeinen Nominalismus. Sie kennen das ja aus der Entscheidung von Duchamp gegen den piktoralen Nominalismus, also sozusagen piktoralen Nominalismus, also eine Art willkürlicher Orientierung auf Attribute, nur im Sinne der Differenzierung von Evidenzwahrnehmung. Das sind alle die Versuche,
die wurden zu Reihen am Bauhaus überall gemacht, etwa per Telefon an eine Druckerei Anweisungen für die Einfärbung von Druckschriften zu geben, ohne das je visuell zu realisieren. Man hatte vielleicht kleine Kärtchen, hat sich ungefähr orientiert. Die berühmten Farbkarten gab es ja noch nicht. Die sind ja erst in 20er Jahren eingeführt worden. Also Normierung im Sinne von der Adressat und der Sprecher am Telefon sehen das Gleiche vor sich und übertragen das dann anhand eines Codex. So, es wurde willkürlich festgelegt, also wirklicher Nominalismus. Es kam gar nicht darauf an, in welcher Beziehung diese Universalia, dieser Begriff der Röte oder der Gelbheit oder das, je nachdem, wie ausgelegt, theologisch, literarisch, wie ausgelegten Elfenbeinschwarz, ein berühmter Fall, aussahen. Es ging um die Frage, sind die abstrakten, durch Abstraktion gewonnenen universalen Begriffe real oder sind sie willkürliche Setzungen? Bei den Farben begann es. Der gesamte Universalienstreit ist eigentlich an der Farbtheorie, die dann zur Malerei führt, entwickelt worden, indem man sich sagt, wir sehen einen roten Pullover, wir sehen einen roten Schal, wir sehen einen roten Sonnenuntergang, wir sehen eine rote Hauswand. Und wenn wir uns jetzt fragen, was ist das, was Evidenz macht, das heißt den Zusammenhang zwischen den Dingen überhaupt demonstriert, dass sie beispielsweise alle rot sind, unabhängig von den Formen, die sie zeigen. Und wenn das ihre Gemeinsamkeit ist, dann kann es ja nicht nur als ein Attribut gefasst werden, sondern es ist eine bestimmende Größe. Das nannte man im Griechischen Eidos, platonisch sozusagen als Idee vorgegeben. Und zwar als eine abstrakt gewonnene Bestimmungsgröße, die dann sich nur im Einzelfall manifestiert. Und die Frage war dann tatsächlich, auf welche Weise diese so gewonnene abstrakte universale Begrifflichkeit Geltungsanspruch erheben kann. Ist das was Reales oder ist das nur eine Verabredungsgröße? Also Realia, Universalia sunt Realia oder Universalia sunt Nomina, Flatus Vocis, bloße, beliebige Ausrufe. Das ist von ungeheurer Wichtigkeit. Eine Malerei kann es nur geben, wenn man feststellt, dass die Universalia der Farben, also Gelb, Rot, Blau etc. oder Rotheit, Gelbheit, Blauheit, tatsächlich real ist. Sonst hat Malerei keinen Sinn, denn dann reicht der Blick in die Welt. Wozu muss ich das noch malen, wenn ich es doch sehe? Erst in dem Augenblick, wo diese Attributierung der Eigenschaften weggenommen wird, aufgehoben wird, beginnt das Spiel. Man nennt das grammatikalischen Totalitarismus. Das haben die Franzosen so in den 70er Jahren genannt, nämlich die Substantivierung von Eigenschaftsworten, indem man Rot zur Rotheit beispielsweise substantiert oder das freundliche Verhalten von Menschen zur Freundschaft abstrahiert oder ein bestimmtes Verhalten der Menschen, das wir als liebenden Umgang verstehen, zur Liebe abstrahiert. Sind dann Liebe, Treue, Freiheit, Begeisterung Realia oder sind das Nomina? Ist Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit nichts anderes als eine beliebige Art von Benennung von Differenzen oder manifestiert sich darin die Realia des Verhaltens von Menschen untereinander mit Bezug auf die Liebe. Und heute liebt man nur in Bezug auf die Liebe. Luhmann hat dazu eine wunderbare Geschichte geschrieben, Liebe als Passion. Seit wann wird in der Gesellschaft etwa für Heiratsverhalten eine solche Universalia Liebe in Geltung gebracht? Seit wann kann man überhaupt argumentieren, dass man sich an anderen bindet, nicht weil das Zusammenlegen der Besitztümer die Überlebenschancen vergrößert, den Status erhöht, sondern weil man sich liebt. Auf diese Idee ist man vor dem 17. Jahrhundert nicht gekommen. Also vor den wirklichen Auswirkungen dieser philosophischen Begründung. Es gibt eine Zwischenbewegung im Hinblick auf die Farbwertigkeiten, die eigentlich schon am im Hofe von Karl dem Großen beginnt. Rabanus Maurus, Frankfurter Schule oder die Aachener Klosterschulen haben das in Gang gesetzt. Bis zu Dante ist das völlig unbestritten gewesen. Nämlich zu sagen, es ist nicht nur eine Ebene das Nominale und eine andere das Reale und eine dritte vielleicht in irgendeiner anderen Hinsicht bestimmbar, sondern prinzipiell sind alle Beziehungen
der Abstraktionen zu dem, wovon abstrahiert wird, also alle Begriffsbildungen zu dem, worauf sich die Begriffe beziehen, in vierfacher Hinsicht bestimmbar. Das ist einerseits der wörtliche Sinn, also das, was material physisch gegeben ist. Beispiel war Gold. Das ist ein Material einmaliger Beschaffenheit, selten und entsprechend einzuschätzen. Es nimmt zum Beispiel keine Bakterien an, was völlig einmalig ist, also in wirklich physisch materieller, biochemischer, geophysikalischer Materialität es bestimmt. Es hat einen anagogischen Sinn, weil man die Paradiesvorstellungen immer mit dem Einbruch des Lichts, also dieser Strahlenaura, verbindet, sodass ein Anagogein, ein hinüberführender Sinn der Orientierung von Gold auf das himmlische Jerusalem, auf das Paradies entsteht, sodass nämlich wörtlicher materieller Wirklichkeit nun eine anagogische Bedeutung entsteht, nämlich es ist der Vorschein des Paradieses. Dann gibt es natürlich einen allegorischen Sinn, Gold steht, Gülden steht, dann für Aura des Herrschers beispielsweise, für Herausgehobenheit, für Heiligkeit. Der Heiligenschein war damals das bedeutendste Beispiel für diese Idee, obwohl sie ja eigentlich vom hellenistischen Königskronen abgeleitet wurde, also banale Ableitung war, hat sich das dann in diesem Sinne verwendet. Und schließlich gibt es noch einen symbolischen Sinn. Sie können in vieler Hinsicht Kostbarkeit verbinden mit dem Geltungsanspruch, den Gold und Leute haben, die über Gold verfügen. Der vierfache Schriftsinn oder der vierfache Beziehungsmodus der Begriffe auf die Realitäten hat sich durchgesetzt bis auf den heutigen Tag, obwohl es inzwischen ja wohl nur noch einen dreifachen gibt. Sie kennen immer noch die semantische Ebene des Zeichens, die pragmatische Ebene, die syntaktische Ebene, mindestens das. Die Ebene, die sich auf den individuellen Sprecher bezieht, die wird inzwischen etwas bestritten. Aber im Grunde ist es bei dem vierfachen Schriftsinn geblieben. Und das hat nicht nur mit der berühmten Denknotwendigkeit des Differenzierens, eine Entität in Relation, also eins und eins sind immer drei, eine Entität, die gegebenen Dinge, eine Entität, die Begriffe und die Beziehung zwischen ihnen. Denn wenn es keine Beziehung zwischen den Begriffen, also den Eidos, den Ideen, den Vorstellungen, Denken zu der Realität der Welt gibt, dann hantieren wir im Bereich des Wahnsinns, der Psychopathologie. Es muss also eine Beziehung geben. Und dann sind es drei Entitäten, die immer zugrunde gelegt werden. Das eine, das andere und die Beziehung. Der Mensch, Gott und das Gebet oder was immer sie da gedacht haben mögen. Die konstellative oder relationale Ebene, auf der sich dieser dreifache Sinn durchsetzte, bis eben heute auf die ganz notwendige Unterscheidung zwischen syntaktischen, semantischen und pragmatischen Zeichenebenen. Für die Farbe bedeutet das im Hinblick auf die merkwürdige Tatsache, dass ab 1400 ein völlig neuer Begriff von Arbeit mit den Farben als Malerei etabliert wird, dass man tatsächlich als Maler auf der Ebene der Universalia arbeitet. Das heißt, was auf dem Malereitableau passiert, damals eben ja noch auf der Tafel, also dem Holz, und dann auch schließlich auf der Leinwand, ist Begriffsarbeit. Und warum ist das Pittura Erkenntnis? Ja, weil es natürlich mit unserer Möglichkeit handelt, überhaupt solche begriffliche Operationen zu vollziehen, also den Beweis für die Universalität des Anspruchs von Rotheit oder Gelbheit oder Fairheit oder Freiheit oder Liebe oder Gleichheit oder Brüderlichkeit oder Gotteskindschaft oder was immer zu begründen. Wer malt, muss zwangsläufig auf der Ebene der Operationen mit den Universalia als Realität, also als begriffliche Demonstration in der Wirkung auf die Welt, hantieren. Und so kam die Malerei zu ihrer Leistung, Erkenntnismittel zu sein. Und so kamen alle Demonstrationen der Arbeit im Ergreifen der Welt, Ergreifen der Pinsel, Ergreifen der Stifte, Ergreifen des Lebens, des Tons etc. Zur Begründung als nicht nur Mittel der Erkenntnis, das hat man schon in Griechenland gewusst, sondern tatsächlich als Erkenntnis selbst.
Und die Lösung, die man dann ab ungefähr 1930 akzeptiert mit Schrödinger und anderen, war die Unterscheidung zwischen impliziten und expliziten Operieren auf dieser Ebene Universalia. Man sagte dann, es gibt eine unglaublich differenzierte Orientierung auf das Arbeiten mit den Universalien in der Malerei, aber implizit. Und dann gibt es eine Kunstwissenschaft und eine Ästhetik, die das explizit machen kann. Und das Frage war, in welchem Verhältnis Explizitheit und Implizitheit eigentlich stehen, um einen bestimmten Effekt zu erzeugen. Dieser Effekt heißt, Wirkung zu erzielen. Sinnhaftigkeit eines Tuns daran zu messen, dass es etwas bewirkt. Anders können wir gar nicht denken. Die Malerei war also eine Vernunftwissenschaft. Denn was dahinter steht, ist unsere menschliche Fähigkeit, überhaupt in Denknotwendigkeiten zu operieren, aus denen wir nicht rauskommen. Und dann sind diese Unterscheidungen eben zwischen Menschen, die sich liebend verhalten, und der Liebe, also die Abstraktionen von konkret gegebenen Dingen, die Universalisierung solcher Relationen, ein Mann, eine Frau, Relation, Liebe, tatsächlich Bestimmungen unserer potenziellen Möglichkeiten, die man eben mit dem Begriff der Vernunft gefasst hat. Und zwischen Naturwissenschaften und Vernunftwissenschaften, also dem, was Kant dann differenziert hat, besteht gar keine Gegnerschaft, wie man immer angenommen hat. Explizitheit und Implizitheit sind keine Gegensätze. Das Erstaunliche ist ja, dass man in höherem Maße in den Wissenschaften sieht, dass man selbst bei astrophysikalischen oder bei Kleinteilchen Begriffsbildung, also wirklich von höchstem Anspruch, ohne Demonstration auf der Ebene der Evidenz nicht auskommen. Sodass alle Wissenschaftler gezwungen sind, pausenlos in Graphen, in Tabellen, in Bildern etc. Evidenz vor Augen zu führen, unter dem Begriff der Kritik. Und das ist wirklich genial. Da haben die Wissenschaftler die Künstler eingeholt, zum ersten Mal, da sie erkannt haben, dass unter jeder Darstellung, eben haben wir es gehört, der Mondoberflächen und der Erlebnisse auf dem Mars etc., das Kennzeichen Falschbild steht. Das heißt, es sind nicht real im Sinne von, das sind die Attribute von Erscheinungen, also Farben sind die uns erzeugt, sondern um unsere Erkenntnis dessen, was da synthetisiert wurde als Eindruck, überhaupt verwerten zu können, müssen wir Unterschiede setzen. Und die Unterschiede werden durch Farbgebung, durch Einfärbung. Das macht man von der Zellbiologie bis in die astrophysikalische Darstellung von Modellen unter dem Bezeichen falsch. Denn dieser Hinweis, so sieht es nicht aus, aber so müssen wir es darstellen, um ein Evidenzerleben überhaupt zu haben. Diese Farben setzen wir ein, um Evidenz zu erzeugen unter dem Diktum, Evidenz kann man nur Evidenz ist nur zulässig als Resultat der Evidenzkritik, die aber ihrerseits evident wird. Und dann schreiben die Wissenschaftler unter Falschbild, ja, Falschfarbendarstellung. Das ist zum ersten Mal wirkliche Gleichheit zwischen künstlerischen oder kunstwissenschaftlich, ästhetisch-philosophischen Begriffsanstrengungen und den der Naturwissenschaften. Indem die Naturwissenschaftler wissen, wir müssen der Wahrheit entgegenkommen, indem wir sagen, nur das als falsch Erkannte ist als solches noch wahr. Wir können nicht sagen, was die Wahrheit ist, wir können nur sagen, was die Falschheit ist. Also können wir nur noch die Aussage, dies ist falsch, als Geltungsanspruch der Wahrheit akzeptieren. Es ist ganz klar, dass auf dieser Ebene Farben nicht mehr Eigenschaften von Dingen bezeichnen, aber auch keinen beliebigen Nominalismus zeichnen, denn wir sind darauf angewiesen, Kraft Evolution unserer Großhirnrindenaktivitätszentren, bestimmte Logiken der Vernunft zu folgen. Wir können aus ihnen nicht aussteigen. Das kann man weder als Naturwissenschaftler noch als Künstler, als Kulturwissenschaftler oder wie auch immer. Und da kommt jetzt gegenwärtig wirklich etwas ganz Entscheidendes wieder zur Geltung. Erstens, der Universalienstreit wird heute ausgetragen, obwohl die Leute alle glauben, so ein Blödsinn. Was soll denn das heißen? Universal, so ein Real, diese theologischen Witzigkeiten. Heute im Patentamt wird das entschieden. Universalien sind real. Basta. Aus. Ja? 2 Millionen Strafe, wer dagegen verstößt. Ist gerade bei Reklam entschieden worden. Jeder Missbrauch 230.000. Da kommen Sie leicht auf ein paar Millionen. Und das bei allen. Nämlich, wie vermitteln wir eigentlich
zwischen diesen Positionen im Hinblick auf unsere alltägliche Orientierung in der Welt, wo Farben ja viel intensiver als Formen auf Distanz hin Anweisungen der Unterscheidung ermöglichen, Abflug, Anflug und weiß der Teufel was, obwohl beim Flughafen natürlich die Stellung der Flieger ausreicht, weil wir immer nur aus der Distanz von höchstens 20 Meter schauen. Der Witz ist, dass man gelernt hat, die hinter diesen Überlegungen steckenden, also sozusagen vernunftwissenschaftlich unumgänglichen Denkvorgaben, die alte Tradition neu aufkommen zu lassen, die Metaphysik. Man glaubt es nicht, aber es ist tatsächlich so. Auch da gilt, das ist kein verstaubtes, erledigtes Herumexperimentieren für Philosophen, das ist die Realität unserer heutigen Auseinandersetzung. Denken Sie nur an die Ökobewegung. Die Ökobewegung hat die Wiederkehr der Metaphysik wirklich in aller Ernsthaftigkeit betrieben, denn so etwas wie Ganzheitlichkeit können Sie eben nicht im Erleben der Physis, also des Gegebenen auf der Welt, demonstrieren. Das geht nur als etwas jenseits des physisch-physikalisch Demonstrierbaren, das heißt etwas, was nur denkbar ist. Weltklima können Sie nicht sehen. Das können Sie nur denken. Und Sie müssen es denken, wenn Sie eine bestimmte Art der Beurteilung der einzelnen gegebenen Sachverhalte, hier regnet es, da Stürme, so verteilt und so weiter, in einen vernunftgemäßen Zusammenhang bringen müssen, in irgendeine Art von Sinnhaftigkeit Zusammenhang bringen. Das heißt, Metaphysik ist die Methode, in der man das, was man nur denken kann, in Relation zu dem setzt, was man physisch, materiell gegeben, als Evidenz demonstrieren kann. Dass man eigentlich sagen kann, das, was man nur denken kann, aber nicht darstellen kann, was überhaupt auf gar keine Weise der Evidenz zugänglich ist, gewinnt seine Bedeutung, also das Denken prinzipiell, durch die Art, wie es die Wahrnehmung des real in der Welt Gegebenen ermöglicht, differenziert zu urteilen führt, wie zum Beispiel gerichtsfesten Entscheidungen oder politischen Entscheidungen, militärischen Entscheidungen, also zur Begründung von Sinnhaftigkeit. Die Metaphysik in ihrer heutigen Begründung, das Verhältnis dessen, was nur denkbar ist, zu dem, was sich real material demonstrieren lässt, also auf ein Bild, das, was der physische Körper des mit Farbe beschmierten, der mit Farbe beschmierten Leinwand namens Rembrandt ist. Ja. Rembrandt ist nur denkbar, der kommt nicht auf dem Bild vor. Das, was mit Rembrandt gemeint ist, mit Kunst gemeint ist und so weiter, ist nur gedanklich verifizierbar und bekommt seine Bedeutung daran, dass wir in dem Farbe auf einem Stück Leinwand etwas anderes sehen als Dreck auf Leinwand. Denn sonst wäre Rembrandt nichts als Dreck auf Leinwand. Also muss das, was nur gedacht werden kann, Rembrandt kann nur gedacht werden in dieser Hinsicht, diese gegebene Form der Differenzierung von Begriffsebenen, dann ist ohne die metaphysische Operation alles das, was in der Welt gegeben ist, inklusive Gold, bedeutungslos. Das ist natürlich nur für Menschen bedeutend. Fragen Sie mal die Hasen, ob die auch meinen, Gold sei von einer höchsten Wertigkeit und es gelte, möglichst viel davon im eigenen Nest zu bewahren. Das gilt nur für Menschen. Homo mensura Satz gilt immer noch. Das ist ja ein Sophistensatz, zu Recht. Denken Sie nur an Gorgias und seine Ausführungen, die so mächtig waren, dass Sokrates, als der eigentlich ein Sophist war, als Demonstration für Evidenz von Platon eingeführt wurde, also eine Fälschung, historische Fälschung, um alles das, was in diesem Sinne von den Sophisten vorgetragen wurde, in praktischer Absicht für die Gerichtsverfahren, für die Auseinandersetzung der Menschen in der Polis etc., jetzt auf der Ebene der philosophischen Begründbarkeiten verankert worden ist, in Bezug auf den Eidos. Wenn man auf diese Weise fragt, wie kommt es, dass jemand, der mit ganz physisch gegebenem normalen Zeug, Lehm oder
Mineralien zerrieben mit Wasser oder Eiweiß oder was immer, herumhantiert auf irgendeiner Fläche, Papier oder Leinwand, ein Kunstwerk schafft. In welcher Beziehung steht das, was er da tut, zu dem Begriff Kunstwerk, zu dem metaphysischen Begriff, also zu dem nur denkbaren Begriff Kunstwerk, dann kommt man nicht weit, indem man sagt, also im Vergleich zu dem, was hier einer macht, sieht man einen Unterschied in der Meisterschaft der Linienführung oder der Farbgebung. Das ist sehr leicht widerlegbar. Was eigentlich dazu führt, eine solche normale gegebene Wertigkeit eines Anstreichers in irgendeiner beliebigen Wohnung, schon mit heutigen Fähigkeiten, ja, monochrome Wand, das machen viele auf dem qualitativen Niveau von pompejanischer Wandgestaltung. Ja. Ich habe es gerade erlebt in München, wurde bei einem Freund in einer Wohnung von einem ganz normalen Handwerker mit üblicher Ausbildung eine ganz meisterliche Monochromie realisiert. Und zwar nicht nur eine, sondern auf die ganze Wohnung bezogen. Wie kommt man dazu, jemals das jetzt als bloße Gestaltung oder Hantierung, am bloßen Hantieren mit den Händen, also Ergreifen der Farben und so weiter, in Beziehung zu bringen zu dem, was dann als zweiter, dritter oder vierter pompejanischer Stil differenziert werden kann und zu einer kulturgeschichtlichen, geistesgeschichtlichen Ausdifferenzierung unseres Vernunftvermögens führt, wie kaum etwas anderes, sodass Geschichtlichkeit sogar daran sich festmacht. Das ist die entscheidende Frage. Ich habe gerade mal eine neueste Studie durchgesehen. Der Rüdiger Görner hat eine Biografie für Georg Trakl, eine Biografie des Georg Trakl geschrieben und zitiert da ununterbrochen, woran Generationen gefummelt haben, dass ein Trakl schreibt, einer für tausende von Dichtern, Purpurn zerbrach der gesegneten Mund, die runden Augen spiegeln das dunkle Gold des Frühlingsnachmittags, Saum und Schwärze des Waldes, Abendängste im Grün. Ja, da wird wild herumspekuliert, was denn das für merkwürdige Verweise sein, was für ein Geheimnis steckt da in dieser portwährenden Orientierung, poetische Verwendung, nennen Sie es, von Farbwörtern. Was unterscheidet das von irgendeiner Kennzeichnung, die man normalerweise so auch in beliebigen anderen Kontexten, Liebesbriefen beispielsweise, vorfinden kann, ohne dass man auf die Idee käme, man hätte da seiner Liebsten poetisch angebellt in Verfügung solcher. Ja, und die sofort zur Zeitung läuft und zu verlachen sagen, mein Gatte oder mein Freund hat eben ein grandioses Liebesgedicht aus Anlass der Kommunikation mit mir geschaffen. Das, auf die Idee käme kein Mensch. Das ist eigentlich wirklich das Grundgeheimnis. Die Antwort ist klar. Selbst Newton, der ja in vieler Hinsicht ein ausgemachter Spiritist gewesen ist, ein Psychopath, ein psychiatrisch auffälliger Gespensterseher, ein Mann mit sehr, sehr kruden privaten Auffassungen von dem, was die Welt ist, der trotzdem die Fallgesetze formuliert, ja, zeigt den Weg. Diese Unterscheidung, der Mann ist in vieler Hinsicht einfach ein Irrer gewesen, wie es in der Zeit unendlich viele gibt, heute genauso, und kann dann trotzdem als ein solcher spinderter Irrer, der nachweislich den reinen Schwachsinn reproduziert hat, die Fallgesetze formulieren. Ja, wenn man das kapiert, wie das möglich ist, dann weiß man, was dieser Anspruch der Durchsetzung von Universalia, also von allen abstrakten Größen, Liebe, Freiheit, Freundschaft, Rot und so weiter, für Geltungsansprüche macht. Der liegt nämlich tatsächlich gerade darin, dass man diese Äußerungen in den Zusammenhang einer Orientierung von sich auf die Welt hin begründet, also zur Erzeugung eines Echos. Und je nachdem, wie das Echo ausfällt, etwa durch Eintritt in eine Gemeinschaft derer, die diesen Akademos bilden,
derer, die sich wechselseitig die Sinnhaftigkeit ihres Tuns garantieren. Alle, die schreiben, garantieren denen, die schreiben, die Sinnhaftigkeit, weil sie als Schreiber Leser sind. Das ist wirklich grandios gedacht. Und das ist der wirkliche Akademos. Wir brauchen die ganze Außenwelt nicht. Wir brauchen nicht die Tausenden von Mitgliedern der Theatergemeinschaften etc., sondern es reicht, wenn wir das selbst tun. Das heißt, wenn man auf diese Beziehung eingeht, dann hat man die Vermittlung zwischen den abstrakten Universalien als Realia, Universalia sunt Realia, und der Feststellung, dass das Ganze ja nichts als, in Weltperspektive, nichts als Staub, als Dreck, als Unsinn, als Beliebigkeit ist. Und in der Tat ist es ja nichts anderes als Beliebigkeit. Auch Rembrandt ist eben Dreck auf Leinwand. Da führt nun kein Weg daran vorbei. Wenn das Physis ist, wenn die physische Wertigkeit bestimmt wird, ist es Dreck auf Leinwand oder Farbe, können Sie auch sagen. Ja, Farbe ist ja auch nichts anderes als unterscheidbarer Dreck. Also das, was heute im Hinblick auf die Abfallverwertung so bedeutsam wird, ja, wie plötzlich aus Abfall etwas Wertvolles gemacht wird. Das sind alles dieselben Vorgänge, die immer wieder vorkommen. Und ich habe mich besonders gefreut, hier heute ein bisschen teilnehmen zu dürfen. Leider kann ich nicht bleiben an einer Gemeinschaft, die offensichtlich so etwas im Auge haben könnte. Ich meine, oder hat. Ich hoffe, das ist so. Dass alle, die teilgenommen haben, tatsächlich kapierten, was für einer ungeheuren Operation sie eigentlich folgen. Nur durch die Sozietät, nur durch die Vermittlung, die Relation zwischen einem Individuum etc. Nur die Bildung dieser Relation in Form eines solchen Auditoriums, in einer Kollegenschaft, in solch einer Gemeinschaft der Leute, die an etwas arbeiten, entsteht die sinnhafte Vermittlung zwischen der aberwitzigen Beliebigkeit, Zufälligkeit der Welt. Wir sind nichts anderes als ein bisschen zusammengeklebter Sternenstaub, der in den ersten Millisekunden des Urknalls entstanden ist. Ja, was sollen wir uns dabei denken? Das ist ja, was ich hier vor mir sehe. Aber sobald ich irgendjemand individuell angucke, ja, erscheint mir das als die Offenbarung alles dessen, was überhaupt sinnhaft sein kann in der Wahrnehmung dieser Welt. Und die Frage ist inhärent, implizit ein solcher Sinn in der Evolution zu erkennen oder nicht? Gibt es da eine Ausrichtung aus der inneren Notwendigkeit des Vollzugs dieser logischen, gesetzmäßigen Abläufe? Man kann das heute sehr gut erkennen, wie wichtig diese Frage ist. Es wird das Anthropozän ausgerufen, als ob tatsächlich die Menschen die Welt machten jetzt, bestimmten den Lauf der Evolution. Das ist natürlich völliger Quatsch, denn was diesen Lauf der Evolution bestimmt, sind Naturgesetze. Und wenn wir CO2 weiter in den Dreck pusten etc., dann heißt das nicht, wir triumphieren jetzt über die Natur, wir bestimmen die Evolution, sondern ganz im Gegenteil, wir erfahren, was die Gesetze der Evolution sind und dass wir überhaupt keinerlei Einfluss auf die Evolution haben, weil die eben nach naturgesetzlichen Bedingungen abläuft. Und trotzdem kann unsere vermittelnde Position in dieser Welt, wenn wir uns nicht als Sternenstaub, als Abfalldreck der ersten Millisekunden des Urknalls beschaffen wollen, nur darin liegen, dass wir uns etwas zuschreiben, zum Beispiel Mülltrennung vollziehen. Ja, das ist wirklich so grandios, dass man glauben kann, alles, was Menschen je sinnhaft auf die Welt gebracht haben, von dieser Art der Unterscheidung abhängt. Sie selber müssen garantieren. Früher nannte man das mal Geschichte als Sinnstiftung im Sinnlosen. Das war so eine Lessing-Formulierung von 1915. War ja auch damals richtig, vor allem im Blick auf den Weltkrieg. Aber was eigentlich gemeint ist, ist tatsächlich, diese Fragen richten wir nicht an irgendjemand. Diese Schriften adressieren wir nicht an irgendjemand, an ein abstraktes Publikum etc., sondern an uns selbst. Der Feind ist nur eine andere Gestalt dessen, der ihn als solchen sieht. Und zwar so, dass er darin unterscheidbar wird, erkennbar wird, in der Verantwortlichkeit seiner Handlungen, der Zuschreibbarkeit seiner Handlungen. Das ist das Prinzip der Autorschaft. Denn wenn es ab 1400 dazu kommt, dass alle Autorität, die es in der Welt gibt, nicht mehr von den Bischöfen, von den Päpsten, von den Herzögen, von den Höfen abgeleitet wird, ausschließlich von der
Autorschaft, wenn alle Autorität nur durch die Autorschaft gestiftet wird, dann heißt es ja gerade, dass die sinnhafte Vermittlung zwischen diesen beiden Ebenen tatsächlich nur durch die Realisierung von Lesen als Schreiben möglich ist. Von Aufnehmen dessen, was an Vernunft wissenschaftlichen oder vernunftpraktischen Beispielen gegeben ist, sodass sich erfüllt, was geschrieben steht. Wir sind es, die erfüllen müssen, was geschrieben steht. Nicht der liebe Gott, nicht die Evolution, nicht irgendwas, sondern der Autor ist die Autorität. Autorität durch Autorschaft ist das, was den Westen begründet hat. Nur wir selbst müssen uns im Hinblick auf die Erfüllung dessen, was geschrieben steht, ansprechen und alle Kraft darauf konzentrieren, dass das auch gelingt. Das gilt nicht nur im Hinblick darauf, dass wir Gesetze machen, die wir selber als Gesetzemacher, der Demos, das Volk, erfüllen müssen. Nicht die Herren des Gesetzes sind, weil wir es doch machen, sondern gerade weil wir die Sätze machen, selber ihnen unterworfen sind und nicht gegen protestieren können, denn wir haben die Sätze ja selber gemacht. So ist das in allen Hinsichten. Wir sind diejenigen, die als Autoren Autorität beanspruchen können, wo die Autorität des Papstes, des Papas, der Zeitungen, der was auch immer völlig diffus geworden ist, zerlegt worden ist, unglaubwürdig geworden ist. Und deswegen sind solche Demonstrationen ja das Gegenteil von bloßer Beliebigkeit im Kreativen, wo überall, werden Sie mal richtig kreativ, ja, seien wir doch jetzt mal spontan. All diese Witze kennen Sie ja aus der Pädagogik, wenn die Tante morgen reinkommt und der Jüngste, der Schüler aufsteht und sagt, Tante, müssen wir heute wieder machen, was wir wollen. Das, was bisher so als Kreativitätstraining verstanden wurde. Die Peinlichkeit der Dummheit, Kreativitätstraining. Also Inbegriff von gedankenlosem Herumfuchteln mit Unterscheidungen, die überhaupt keinerlei vernunftwissenschaftliche Brücke mehr schaffen, sondern Verbindlichkeit stiften. Das ist ja gerade der Witz. Wir brauchen diese Begründung in der Verbindlichkeit. Das heißt, wir selbst erfüllen, was da geschrieben steht. Und zwar auf der Ebene der notwendigen Reaktivierung der Metaphysik. Wir leben aus dem, was man nur denken kann. Aber das wird gewichtet, lebensbestimmend, in dem, was man nur als reale physikalische Operation des Lebens, Stoffwechsel, Essen, Schlafen etc., Fortpflanzung oder meinetwegen Kopulation ohne Absicht der Fortpflanzung betreiben und dann uns herausfordert, diesen ganzen ungeheuren Aufwand der Abstraktionsleistungen zu rechtfertigen angesichts der kläglichen Resultate, die das in unserer physikalischen Ebene des Lebens, Stoffwechsel, darstellt. Dazu hat die Orientierung auf die Farbe einen entscheidenden Beitrag geleistet. Man kann ja nicht sagen, ab 1320er Jahren, als Giotto seine Arena-Fresken fertiggestellt hat und nun langsam die Palastausgestaltung durchgängig wird, wo in Siena im Rathaus einander entgegengesetzt wird, die Ausgestaltung der Räume als Handlungsräume für die senesische Regierung und andererseits der anagogisch-allegorischen, symbolischen und wörtlichen Darstellung der guten und schlechten Regierung in ihrer Unterscheidbarkeit. Das ist ja ein sensationelles, erster Marker für diese Art von Vorgabe. Und wenn wir eigentlich immer noch auf dieser Ebene herausgefordert werden, und ich fand diese Demonstration hier heute als eine wunderschöne Herausforderung in dieser Hinsicht, wie weitgehend wir nicht in der Lage sind, dem zu entsprechen, was wir eigentlich schon wissen, was wir kennen. Das gilt nicht nur für die Metabolismen. Wie Sie mich hier sehen, bin ich ein ziemlich unförmiger, das ist natürlich kortisonbedingt, aber ich meine, das kann ich übertragen, Fresssucht oder Bewegungsarmut oder was auch immer. Alle wissen ziemlich genau, in begrifflichen Ebenen, was die Wirkungsabsicht im Hinblick auf die physische Realität gegeben sein sollte und können sie nicht erfüllen. Und zwar ist das keine Schwäche, das ist kein individuelles Versagen, sondern in der Natur der Begründung dieses Zusammenhangs, etwa von ethischen Geboten, moralischen Vorgaben für das Verhalten.
der Kern auch da liegt wieder, das haben die Künstler demonstriert, das haben die Physiker demonstriert, also die Generation der großen mathematischen Genies der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Schrödinger an der Spitze, sowas demonstriert. Und das können wir nachvollziehen. Angesichts unserer lustvollen, genießerischen Inhalierung von Zigarettenrauch ist das Unterlassen des Rauchens eine Würdigung dessen, was wir da tun, die das Vollziehen des Aktes weit überstrahlt. Das heißt, jeder Raucher weiß, wie moralisch herausfordernd, wie überlegen eigentlich die Orientierung auf das Unterlassen, du sollst nicht rauchen, ist im Hinblick auf die Tatsache, dass er raucht. Damit wurde klar, theologisch, seit Luther wirklich durchgearbeitet bis in den letzten Einzelheiten, dass wir uns darauf im Hinblick auf Gestaltung, Demonstration, Evidenzerzeugung darauf einrichten müssen, dass die entscheidenden Formen des Handelns eben die sind, die das Unterlassen als ein explizites Tun darstellen. Ja, nur ein Raucher weiß, was Nichtrauchen heißt. Ja, nur ein Sünder, sagt die Bibel, ein Sünder weiß, was es heißt, die Verzeihung der Gnade des Vaters zu erfahren, wenn er nach Mord und Totschlag, Lust und Vergewaltigung, Kapitalverbrechen etc. wieder nach Hause zurückkehrt. Das sind Eingeständnisse, die die Künstler immer hatten. Jeder, der etwas erreicht hat, weiß, was ich für ein Stümper bin. Jeder hat geschrieben, ja, Wagner selbst, wenn mich jetzt, ich glaube, hat gesagt, Mendelssohn sehen würde, wie ich hier komponiere, würde er wissen, was ich für ein Stümper bin. Alle haben daraus gelebt, eben zu erkennen, dass das Verhältnis zwischen dieser metaphysischen Ebene der universalen Begriffsbildungen als Realia, Operationen in der Ideenwelt als Realia und der physischen Übertragung darstellt. Wenn Sie das in den künstlerischen Arbeiten sehen wollen, dann sind inzwischen diejenigen die wertvollsten, in der eben nicht mehr wie im kindlichen Gestalten alles vollgeschmiert wird, sondern zunächst einmal Figur und Grund unterschieden wird. Vereinzelung einiger Figuration oder Zeichengefüge in einem riesigen Bild, wo das Bild ja nicht mehr der Träger einer solchen Arbeit ist, sondern sich differenziert gegenüber dem, was da gedacht wird, also dem künstlerischen Anteil, konzeptuellen Anteil, bis hin zu der von Duchamp dann generell durchgezogenen Handlung, sagt, die höchste Form des künstlerischen Arbeitens ist das Unterlassen des Malens. Und das gilt überall. Unterlassen ist nicht Nichtstun. Es ist kein Tunix. Es ist nicht diese bequeme 70er-Jahre-Mentalität von jungen Leuten, die von anderen ernährt wurden, sondern es heißt, die ungeheure Anstrengung, Unterlassen als ein Handeln zu verstehen. Was alles müssen wir unterlassen, um etwa in ökologischer Hinsicht zu handeln, richtig zu handeln? Was müssen wir alles unterlassen, in moralischer Hinsicht oder auch in Hinsicht auf das Gelingen des Werkes, auf das Gelingen des Lebens richtig zu handeln? Und auch da gibt es unendlich viele Beispiele, für, wie man das macht, sogar im Wirtschaftsleben im Vergleich zur Kunst, nämlich das Verhältnis von Optionalität, von Möglichkeitsdimension und Wirklichkeitsdimension. Unterlassen als Handeln heißt, den größten Teil unseres Weltbezugs auf die Ebene der Möglichkeiten zu verlagern. Das sagt Musil, den Möglichkeitssinn zu stärken. Das heißt, wer malt, erfährt, wie kontingent das ist, was er macht. Es könnte alles ganz anders sein. Und immer, wenn er malt, einen Sonnenuntergang, noch eine Blume, noch ein Interieur, ja, erfährt er, denn sonst würde es mit einmal erledigt. Ich mache eine nackte Frau, fertig ist das Thema. Einmal Sonnenblumen, fertig ist das Thema. In dem Maße, wie er das voranschreitet, ist ihm klar, was das bedeutet im Hinblick auf das Eingeständnis, das damit verbunden ist. Nämlich so weit zu kommen, das Unterlassen als eine höhere Form des Handelns zu sehen. Das geht von den heiligen Legenden aus, wo jemand sich in die Wüste zurückzieht. Es geht in japanischen zen-buddhistischen Meditationsübungen aus. Das gibt es in allen Techniken. Was heißt eigentlich Unterlassen als Handeln im Hinblick auf das Verhältnis von dem, was man nur denken kann, zu dem, was man nur real in der Welt, der lebenden und der toten Dinge
Operation mit der Hand greifend, gestaltend, umbauend etc. leisten kann. Welche Vermittlung bietet das Unterlassen als Handeln im Hinblick auf die metaphysische Dimension, auf den Universalienstreit? Das ist sehr tiefsinnig operiert worden bis zu Heidegger, das von den Vorsokratikern bis zu Heidegger im Hinblick auf etwa die Frage, gibt es das Nichts, wenn es als Begriff universal gebildet werden kann? Lässt sich das Nichts überhaupt auf irgendeine Weise thematisieren, wenn man nicht davon ausgeben muss, dass es das Problem, das Faktum etc. nichts gibt. Wenn es aber das Nichts als Nichts gibt, dann ist es kein Nichts. Das ist eine bestimmte Modalität der Orientierung auf das, was gemeint ist, auf dieses Verhältnis. Vieles hier heute schien mir schon gelungenes Unterlassen zu sein. Man merkte, da ist viel Potenzial und derjenige oder diejenige demonstriert, was ihm für Möglichkeiten eigentlich vor Augen stünden oder was ihm zur Verfügung stünde, wie er in der Lage wäre, seine Malschweinlustigkeit zu unterlassen und sich jetzt auf die Begriffsarbeit einzulassen, auf Begründung von Verantwortlichkeit, pädagogische Verantwortlichkeit oder was immer. In vielen Dingen sieht man hier, dass jemand da eigentlich doch in der Lage wäre, als Künstler aufzutreten. Ja, wirklich als jemand, der die Sau rauslässt, die gestalterische Sau rauslässt. Einmal los. Aber dann eben doch kapiert, dass er damit nicht weiterkäme und sich dann tatsächlich auf Gestalt etwa als höhere Form des Tuns als Unterlassen. Was wir Gestalten nennen, ist nicht die handwerkliche Armform, Vorform des großartigen meisterlichen Tuns. Denn Meisterschaft war immer nur eine Lizenz, können Sie seit 1300 lesen. Wer Meister war, hatte die Lizenz, sich mit dem zu beschäftigen, was er nicht kann. Der Lehrling musste zeigen, was er gelernt hat. Der Geselle musste es anwenden können. Der Meister konnte das demonstrieren, was er nicht kann. Das heißt, die eigentliche Bedeutung des meisterlichen Umgangs ist eben zu zeigen, wie weitgehend das, was man da behauptet, unter diesem Diktum Universalia und Realia oder Nomina steht oder Meta und Physik. Auch dazu zum Abschluss einen netten Witz, als diese Diskussion unter den jungen Wilden der 1770er Jahre aufkam, Goethe an der Spitze, Lenz als Rabauke, da hat der Klopstock noch einmal eingegriffen, gesagt, also ich jetzt als älterer Vertreter, so wie ich Ihnen gegenüber, als älterer Vertreter, der schon etwas mehr gesehen hat, sage Ihnen, meine Frau heißt Meta. Und wenn ich sie in den Arm nehme, dann weiß ich, was Metas Physik ist. Daran müssen Sie sich halten. Vielen Dank.